Ja, also Dirk Müller hat für das Jahresende 2022 eine Prognose abgegeben. Und da war ich super gespannt damals schon, wie das Ganze ausgehen wird. Was hat er gesagt? Was hatte ich damals entgegnet? Und was ist wirklich passiert? Nun, genau das sehen wir uns mal an. So, fangen wir mal mit der Prognose von Dirk Müller an. Ja, und diese 20% Renditesteigerung, die hier entstehen müssen, die können auf zwei Wege passieren. Entweder die Unternehmen verdienen brutal viel mehr Geld innerhalb von wenigen Monaten, in der jetzigen Rezessionsphase eher unwahrscheinlich, oder die Aktienkurse kommen um diese 20% zurück. Das heißt, ohne, selbst wenn wir gar nicht mal von großen Verwerfungen an den Märkten ausgehen, sondern einfach nur einfache Börsenmathematik ansetzen, müssen die Aktienkurse, wenn die Unternehmensergebnisse auch nur auf dem jetzigen Stand bleiben, um 20% einbrechen bis zum Jahresende. Gut, jetzt. Ja, ich hatte damals schon erklärt, dass das eben nicht passiert muss, denn die Börse handelt die Zukunftserwartungen und da spielen die laufenden Gewinne auch eine Rolle, ganz klar. Allerdings schaut man vor allem auch in die Zukunft. Und da kann man nicht sagen, okay, in 3 Monaten werden die Kurse da und da stehen, weil es dann vielleicht nicht so gut laufen wird. Das ist Quatsch. Außerdem gibt es auch so Dinge wie Markttechnik. So, und was ist jetzt passiert? Also, sind jetzt die Aktienkurse um 20% eingebrochen oder die Gewinne super nach oben gelaufen? Also anders gefragt, hast du dir von den Aussagen von Dirk Müller Angst machen lassen oder nicht? Hättest du dir Angst machen lassen sollen? Schauen wir mal. Ich habe hier den iShares MSCI und zwar All Countries, also wirklich einen ganz breiten Aktienindex. Und jetzt schauen wir doch mal, was die letzten Monate wirklich passiert ist. Tja, und? Also die Prognose von ihm, die war hier so aus dem, ja, irgendwo so im September wurde die aufgenommen. Und ja, da lagen wir. Ich meine, das Video war vom 29. September, da ging es online. Da war der MSCI World All Countries bei 57,71. Und jetzt, naja, sind wir sogar ein kleines bisschen höher. Also, hast du dir Angst machen lassen von ihm? Kam es so, wie man das von diesem Video hätte vermuten können? Ja, wie gut sind denn jetzt eigentlich die Prognosen von solchen Crash-Propheten oder wie auch immer man sie bezeichnen möchte? Nun, wenn dich das interessiert, dann schau mal hier in die Endcard rein. Dort werde ich dir weitere Videos verlinken zu Prognosen von Crash-Profis bzw. zu deren Ergebnissen. Denn das ist ja eigentlich das, worauf es ankommt. Also schau gerne mal in das nächste Video hier in der Endcard rein.